Kairouan, die erste islamische Stadt in Afrika. Kairouan, die Stadt der Moscheen, das geistig-religiöse Zentrum Tunesiens, die viertheiligste Stadt des Islam. Kairouan heißt Heerlager. Nach dem Gründer der Stadt, Okba ibn Nafa, wurde das größte Gotteshaus benannt. Ein schlichtes Bauwerk, aus Lehmziegeln erbaut. Als Zentrum der Geisteskultur zog die Moschee viele Gelehrte an, die hier eine Universität gründeten. Das dreistufige Minarett ist das älteste in Nordafrika und beispielgebend für viele später errichtete Gotteshäuser des Islam. Die Sonnenuhr zeigt die Gebetszeiten der vier heiligen Städte Mekka, Medina, Jerusalem und Kairouan. Der große Innenhof wird von überdachten Gängen begrenzt. Die Bögen ruhen auf Säulen, die aus den Ruinen Karthagos herangeschafft wurden. In den Bogengängen befinden sich zahlreiche, schön verzierte Türen. Die größte, von Hand geschnitzte Zedernholztür führt in den weiträumigen Gebetssaal, wo sich jeden Freitag die gläubigen Moslems versammeln. An der hinteren Wand befindet sich der nach Mekka ausgerichtete Mihrab, die Gebetsnische des Obergeistlichen. Eine im Innenhof eingelassene Marmorplatte mit Rinnen und Löchern filtert Regenwasser, bevor es in die unterirdische Zisterne abfließt. Für rituelle Waschungen wird das so gereinigte Wasser noch heute verwendet. Keine moderne Kläranlage, sondern Wasserreservoirs aus dem 9. Jahrhundert. Sie versorgen die Steppenstadt mit Wasser aus den nahen Bergen. Der Besucher entdeckt einen Ort der Künste und des Kunsthandwerks. Die Einwohner dieser mittelgroßen Stadt sind würdige Nachfolger ihrer Vorfahren. Kairouan ist die Hauptstadt der tunesischen Teppichknüpfkunst. Dieses uralte Handwerk wird nur von Frauen ausgeübt. Alte und junge arbeiten am Webrahmen und fertigen die traditionellen Teppichmuster, deren Besonderheiten von Generation zu Generation weitergegeben werden. Mehr als 120 Moscheen gibt es in Kairouan. Zum alltäglichen Gebet geht man in seine kleine Moschee gleich um die Ecke. Aber einmal wöchentlich, am Freitag, verlässt ganz Kairouan die Häuser, um sich in einer der größeren Moscheen zum gemeinsamen Gebet zu versammeln. Dann stirbt das sonst so quirlige Leben in der Medina, der Altstadt. Neben der Okba-Moschee ist die Sawiya Sidi Saheb oder Barbier-Moschee das wichtigste Gebäude in Kairouan. Der Bau umfasst neben dem Grab des heiligen Sidi Saheb noch eine Medersa oder Koranschule. Für Andersgläubige ist der Zutritt zu den Gebetsräumen nicht erlaubt. قل هو الله احد الله الصمد Er ist der eine Gott.
der ewige Gott. Er zeugt nicht und er wird nicht gezeugt. Und keiner ist ihm gleich. Die 112. Sure des Koran ist gleichzeitig das Glaubensbekenntnis der islamischen Religion. Die Kunst im Islam bleibt immer unfigürlich. Der Koran sagt, Allah ist unbeschreibbar und bildlich nicht darzustellen. Zawayas oder Koranschulen wurden über Gräbern von Heiligen errichtet. Die Barbiermoschee ist die meistbesuchte islamische Wallfahrtsstätte Kairoans. Im Gegensatz zur schlichten Ziegelarchitektur der großen Moschee sind die Innenräume, Durchgänge und Arkaden mit leuchtend bunten Fayencen geschmückt. Sie wurden eigens in Bagdad hergestellt. Feinste Stuckornamentik von einheimischen Künstlern vervollständigt den prächtigen Gesamteindruck. Der kleine, aber sehr schöne Innenhof beherbergt in seinen Säulenarkaden einige Wohnzellen für Pilger und wichtige Gäste. Der prächtige Kuppelbau, reich mit Stuckornamenten verziert. Der Koran gibt Anleitungen für jeden Bereich im Alltag. Ob es den Handel, Krankheiten oder das Zusammenleben betrifft, der Gläubige findet immer eine entsprechende Antwort. Bis heute ist die am Rande der Wüste liegende Kleinstadt eine fromme Stadt. Über diesen Ort schrieb Paul Klee: Kairoan, das sind nicht isolierte Impressionen, das ist ein Ganzes. Extrakt aus 1001 Nacht, durchdringendes und berauschendes Aroma, gleichwohl erleuchtend.